fahren lernen tut ihr sowieso erst, wenn ihr aus der Fahrschule raus seid. Oh, was ist das denn hier? Hier musst du ja mitten auf der Kreuzung stehen bleiben. Wie sieht das denn bei dir aus, Nick, mit dem Führerschein? Machst du den schon ab 17 oder machst du erst ab 18? Ich bin da noch nicht so hundertprozentig sicher. Momentan ist da noch, was Führerschein angeht, gar nichts in Sicht. Momentan habe ich irgendwie andere Prioritäten. Okay. Weil du hast ja die Möglichkeit, mit 17 schon den Führerschein zu machen. Das ist richtig, ja. Ich glaube, ich könnte auch sogar schon relativ bald anfangen, weil mit der Theorie darfst du, glaube ich, sogar schon... Halbes Jahr vorher. 16,5 oder so anfangen. Halbes Jahr vorher. Aber da ist momentan noch nicht. Da gibt es andere Prioritäten. Jetzt zum Beispiel eben erstmal, dass das Haus fertig wird, dann neue Schule. Da noch Fahrschule irgendwie auf Zwang reinzuquetschen, ach, ich weiß nicht. Und vor allem, dann darfst du ja auch nur fahren, wenn immer jemand neben dran sitzt. Ich glaube, richtig, das ist auf Dauer jetzt auch nicht unbedingt so toll. Hm. Also das geht vielleicht mal dann irgendwie so die letzten 2 Monate oder so. Aber ich glaube, wenn du tatsächlich ein Jahr immer jemanden neben dir brauchst, ich weiß nicht, also kann auf Dauer, denke ich, auch ziemlich stressig sein. Genau das ist das, worauf ich hinaus wollte. Also ich bin ehrlich gesagt kein Freund davon, den Führerschein ab 17 zu machen, weil das ist für denjenigen, der dann daneben sitzt, Stress. Vor allen Dingen, wenn es dann auch noch der Besitzer des Fahrzeuges ist, weil der hat ja dann auch gewisse Ansprüche an den Fahrer, um es mal nett und freundlich zu formulieren. Ja, und da rutschen dann auch schon mal bestimmt ganz schnell dann so nette Beleidigungen raus. Kannst nicht fahren, pass aufs Auto auf und so weiter. Also, nee. Also beim besten Willen. Es mag für den einen oder anderen ganz interessant sein, mit 17 schon ein Auto fahren zu dürfen, aber immer dann einen Erwachsenen daneben haben zu müssen, beziehungsweise einen erwachsenen Führerschein daneben zu haben. Dann lieber die alte Regelung ab 18 und dann kannst du Gas geben. Fände ich besser. Aber auch nicht zu viel Gas geben, weil ansonsten Auto recht schnell graben eventuell. Wenn man zu viel Gas gibt, dass man es nicht mehr unter Kontrolle hat. Ja, ich sehe halt einfach das Problem. Man ist es ja von der Fahrschule gewöhnt, dass der Fahrschullehrer daneben sitzt. Der Vorteil vom Fahrschullehrer ist aber, er hat einen Satz Pedale. Er kann eingreifen. Ja. Das kann der normale Beifahrer nicht. Das kann eben der normale Beifahrer nicht, richtig. So, und wenn ich gerade aus der Fahrschule komme, bin gerade 17 und habe dann jemanden neben mir sitzen, habe ich nicht diesen Unterschied vom Gefühl her. Ne? Okay, ist es mein Vater, meine Mutter, ein Bekannter, der volljährig ist mit dem Führerschein. Trotzdem aber habe ich vom Gefühl her, da sitzt jemand, der könnte eingreifen. Was er aber nicht kann. Da sehe ich eine Gefahr drin. Ja. Und klar, als Beifahrer habe ich die Möglichkeit, ich kann die Zündung ausmachen über den Schlüssel, ich kann die Handbremse ziehen, ich kann auch ins Lenkrad greifen, aber damit mache ich es in den meisten Fällen eigentlich nur noch schlimmer, wenn ich jemandem ins Lenkrad greifen müsste. So. Die hier vor mir sollten übrigens auch nochmal in die Fahrschule gehen. Kreisverkehr komplett frei, keiner fährt. What the fuck? Da könnte ein Auto kommen. Ja, ja, also was heißt komplett frei? Es stehen ja Autos an den Einfahrten, aber die warten eigentlich darauf, dass die beiden vor mir, die im Kreisverkehr sind, endlich mal wegfahren. Tun's aber nicht. Ja. Ja, da gibt's ja in der Fahrschule auch diese nette Frage. Sie ist so semi-realistisch, weil die Situation wird es echt nie geben. Du hast eine Kreuzung. An dieser Kreuzung herrscht rechts vor links. Du hast 4 Einfahrten in diese Kreuzung. An allen 4 Einfahrten zeitgleich kommen jetzt Autos an. Wer darf als erstes fahren? Es herrscht rechts vor links. Was denkst du? Wer darf als erstes fahren?
Das hat mir mein Opa tatsächlich mal irgendwann erzählt, aber ich weiß es nicht mehr. Die müssen so lange da stehen bleiben, bis einer auf seine Vorfahrt verzichtet. Der dann sagt, okay, fahrt ihr alle, ich fahre als letztes. So lange müssen theoretisch alle vier da stehen bleiben. Ja, du bist mutig, du Müllfahrzeug. Ziehst du einfach mal locker flockig mit 60 durch. Im Ernst jetzt? Im Ernst, worauf bezogen? Ich komme nicht in meine Firmeneinfahrt rein, weil die immer noch in diesem Kreisverkehr stehen. Ihr wollt mich doch verarschen. Ey, leck mich doch. Können hilft manchmal. Ich fahre jetzt über den Gehweg, ist mir scheißegal. Da kenne ich nichts. Na komm, fahr weg da. So, nein. Dreck. Hast du was mitgenommen? Ach, warum ist denn die KI hier so strohdoof? Also warum halten alle am Kreisverkehr an? Selbst die, die im Kreisverkehr schon drin sind. Tja. Ich glaube, das wissen die selber nicht. Also sowas Dämliches hatte ich noch nie im ETS. Also ich habe jetzt noch 70 Kilometer, nicht, dass ich gleich noch vor dir abgeladen habe. Nee, ich bin jetzt auf dem Firmengelände. Ich bin jetzt beim Weg auf der Gegenspur gefahren. War mir jetzt egal, weil geht ja nichts. Wenn die sich so querstellen. Da könnte ich jetzt noch 6 Stunden warten, die würden trotzdem nicht fahren. Aber ich würde fast vorschlagen, das reicht dann für heute an Aufnahmen. So. Abladen. Ja, von mir aus. Komm, gib Gas. Bricht der schon wieder ein. Gerade Strecke. Oh Gott, bin ich. Boah, ey. Wird echt Zeit, dass wir aufhören. Ich bin an der Garage wohl vorbeigefahren. Schon bin ich da vorbeigefahren. Naja, fahr ich halt nochmal hin. Hallo. Hier geht's nur minimal bergauf. Ist kein Grund, mit 23 hier rumzukrabbeln. Ach, jetzt fahren die Herren. Ja, nee, ist klar. Ihr könnt mich doch mal. Och, Menno. Sagen, ich brauche nicht mehr lange, aber dann kam dieser komische Hügel hier, hat mich voll ausgebremst. Oh, ups. Rot. Jetzt geht's wieder vorwärts. Boah, ist mir warm. Ich glaube, ich muss gleich echt mal einen Ventilator holen. Ja, gar nicht. Ich habe hier so eine Mini-Klimaanlage, so eine Luftbefeuchter. Ist ganz angenehm. So ein kleiner Ventilator drin, da ist dann ein Behälter für Wasser drin. Der kühlt dann schon ganz gut. Tschüss, so, Auto. Zur Werkstatt und dann war es das von meiner Seite aus. Entschuldigung, dass ich dich gerammt habe, aber selber schuld, wenn du bremst. Oh. Ja, ich merke es, ich werde unkonzentriert. Ich
räume hier gerade das ein oder andere ab. Ja, guck mal, das sind jetzt fast 2,5 Stunden, dann nochmal eine Stunde, dann nochmal 20 Minuten. Also 4 Stunden, kann man sagen. 4 Stunden knapp, ja. Ja, nächste ETS-Aufnahme dann Ende Oktober. So in dem Dreh, ja. Aber es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Das ist definitiv wahr. Warum bremst ihr denn alle? Achso, Traktor. Warum? Warum? Schickt mich mein Navi hier lang? Oder hat es das gar nicht und ich bin einfach blöde? Ich möchte mich da jetzt, glaube ich, Gott, nicht. Ich ohne Scheiß, ne? Es wird echt Zeit. Wahrscheinlich hat mich mein Navi gar nicht hier lang geführt, sondern ich bin einfach aus Reflex irgendwie diesen Kringel gefahren und da links abgebogen. Ich ohne Scheiß. Traktor vor mir. Oh. Herzlich willkommen in Bukarest. Aber ich glaube, ich werde mir dann tatsächlich die Tage mal noch, das müssen wir ja nicht unbedingt zusammen machen, das ist mir eigentlich ziemlich egal, noch diese Kolumbien-Dings da angucken. Das könnte man dann ja auch zusammen machen vielleicht. Ja, wenn du möchtest. Das kann man überlegen. Du hast ja, bis jetzt noch nicht angepackt, hast du gemeint, deshalb, ja, weiß ich nicht. Aber mir ist es egal. Nee, das können wir ruhig zusammen anpacken. Auch zusammen machen. Ja, Gott sei Dank. Was an? Da machen wir dann aber ein neues Profil für, oder? Ja, ja, klar. Müssen wir eh, weil das ist ja von der Karte her nicht kompatibel. Boah, Hilfe. Noch 1 Kilometer. Erstmal am Pfirsichring, so. Pfirsich. Der kühlt zwar nicht ab, aber der schmeckt gut. Ja, meine Oma bringt die immer mit, das ist total super. Mhm. Weil die sind echt lecker. Pfirsichringe, Aprikosenringe, also überhaupt dieses Trockenobst, lecker. So. Ja, es ist ja kein Trockenobst, also es sind diese Trolli-Fruchtgummi-Dinger. Ach so, die dir meinst du. Ich hab jetzt gedacht, du meinst hier dieses Trockenobstzeug. Nee, nee, nee. Ja, stimmt, könnte gesund sein, ne? Leben. Nee, Trockenobst mag ich eigentlich gar nicht wirklich. Ah, doch, lecker. Bananenchips oder. Na komm, 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 kämpfen. So. Ich will den nicht ankoppeln, ich will abliefern. Hä? Und jetzt los. Also ich hab fertig. Ja, ja, hat mir gerade. Irgendwie ist er aus dem Punkt rausgesprungen zum Abladen. Ich hab zwar dann abgekoppelt, aber der hat das nicht richtig registriert. Aber du hast es hinbekommen. Ja, habe ich jetzt. So. Ja, dann hoffen wir mal, euch hat diese kleine Aufnahmesession schön gefallen. Und, 10 Minuten. Haben waren ja doch recht produktiv. 4 Stunden knapp haben also, wir jetzt aufgenommen. Eine Sache kann ich sicher sagen, jetzt ist die Gamescom auf jeden Fall schon vorbei. Ja, auf jeden Fall. Ja. Wir hatten viel Spaß, auch wenn wir es jetzt zu diesem Zeitpunkt noch nicht wussten. Nächste wahrscheinlich sogar schon näher. In diesem so schlimm ist ja. Genau. In diesem Sinne, tschüss. Tschüss.